Ich hab was vergessen. Ups. Ja, so viel fehlt noch nicht. Hui. Jetzt konnte ich wieder nicht mehr raustappen. So viel fehlt noch nicht. Ist ja nicht schlimm. Fünf Minuten. 10 Minütchen vielleicht. Ich ganz was vergessen. So, aber das Häuschen ist fertig. Perfekt. Stopp. Und stopp. Jetzt müssten die nicht arbeitslos werden, sondern es eigentlich... Wie viel passen hier rein? 12? Ich hab gedacht, 18 passen hier rein. Ja, okay, dann haben wir plus minus 0. Aber genau plus minus 0. Was auch in Ordnung ist. So und so. Jetzt können wir die zwei Häuser hier trotzdem wegmachen. Die uns das Leben einfacher machen dann, wenn die weg sind. Was ja auch ganz cool ist. So. Dann. Das könnt ihr hier mal weiterbauen. Die Häuser sind eh gleich weg. Hier hinten erstmal, das ist das Wichtigere, als die Kante hier hinten schon mal vorbereiten. Dass wir dann hier auch die Lager hinbekommen. Idiot, hab trotzdem den falschen Weg gebaut. Okay. So viel fehlt nicht mehr. Fehlt echt nicht mehr so viel. Dann können wir da nochmal schön ein paar Lager hinklatschen. An Altersschwäche. Okay. Wir wachsen grundsätzlich. Da passen 12 rein. Keine 18. Ja, okay, aber hey. Dann haben wir halt ein Wachstum von 0. Mit dem Haus gekriegt, aber zwei Häuser weg ist auch schon eigentlich was wert. Ist halt definitiv was wert. So, und damit ist es jetzt auch fertig. Ich würde gern mal, weil ich ein böser Mensch bin, macht mal das weg, damit wir die Kante hier mal vorziehen können. So, und hier kommen jetzt, würde ich sagen, nur Scheunen her. Weil die Lager, die sind irgendwie nie voll. Wo wird's dann? Hier ist hier. Scheune. Aber da muss ich trotzdem vielleicht erstmal die Steinkante hier weiterziehen. Sonst erstmal wegen wegholzen hier alles. Wegen wegkloppen alles. Können sie richtig ein bisschen beschäftigt sein erst. Dann bauen wir das Restliche dorthin. Die Straßen weiter. So. Dass wir ja nicht nur in die Richtung hier aufbauen. Aber hier können wir sie auch mal alles ein bisschen wegmachen. Wäre auch ganz cool. So. Dann kriegen wir endlich vielleicht mal unsere Flachsfelder. Nicht Flachs. Ah. Hafer. Hafer. Oh, da ärgere ich mich immer selber, wenn ich sowas sag. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, die Kante war so. So, hier können wir ja trotzdem einfach schon mal rumziehen. Ein bisschen. Ich glaube, die Kante war nämlich hier so. Viel muss ja gar nicht weggemacht werden. So. Bringt mal alles ein bisschen auf die Kante hier. Die Höhe hier schon mal. Hier hinten. Und dann später auf die Kante. Und hier machen wir die Pflasterdinger hin.
Aber erst wenn ich hier die Kante fertig habe und hier noch ein bisschen weiter rausgezogen habe. Und der Obst geht gerade runter. Bei Nahrung geht gerade an sich runter, aber das ist nicht schlimm. Wenn die Lager immer wieder voll wären, wären die Lager immer wieder voll. Also, wird voll. Von 26 Arbeitsleistung. Wir haben schon ein paar, die jetzt halt auch so mal ein bisschen arbeiten könnten. Dass sich wenigstens Werkzeug und sowas nicht ins Minus geht weiter. Kräutersammler will ich einhaben. Und schon haben wir nicht mehr so viele. Schon haben wir nicht mehr so viele. Überall zumindest einen. Weil jetzt Werkzeug auf Null ist gerade. Die Kante hat gepasst. Dann ziehen wir die Kante noch ein bisschen raus. So hier so ein bisschen. Dann wieder bis hier vorne ist. Und dann bauen wir Scheunen. Dass wir die Nahrung dann auch speichern können und lagern können die ganze Zeit. Weil bringt ja nichts, wenn wir die Nahrung nicht lagern können. Ich glaube, die Kante müssen wir so gehen. So, ziehen wir mal bis hierher. 46 Arbeitsleistung ist auch nicht viel. Ich hoffe, die Kante passt da vorne, ansonsten muss ich nochmal anpassen. Nummer um 1. Da muss auch gerade nichts weggeholzt werden. Dann können wir hier das Stein, die Steinumrandung hier ein bisschen weiterziehen. Da müssen wir dann auch gleich mal ein bisschen gucken, wie es hier noch ausschaut. Weil die Häuser sind weg. Da können wir auch auf die Höhe ziehen eigentlich. Schon ein gutes Stück auf die Höhe hier ziehen. Zack. Hat auch nicht viel Arbeitsleistung. Schaut's hier aus. Gut aus. Und dann können wir echt ein bisschen unser Eck da mal vorbereiten. Hier. Drüben. Ich weiß noch nicht. Also auf der Straße würde ich die ersten Förster rausziehen. Also dass wir dann hier links und rechts die Förster davon haben. Wird halt an jedem Eck der Stadt hier wird gebaut. Ja, viel fehlt auch nicht mehr, haben wir auch gleich. Vor allem, wenn 10 Leute daran arbeiten gerade. Ich habe immer noch einen Blick auf die Nahrung, gell? Nicht, dass ihr denkt, ich guck da nicht mehr drauf. Ich habe da immer wieder gucke ich drauf. Aber wenn die Dinger alle gerade voll sind, bringt es uns halt einfach gar nichts. Die ganze Scheunen. Jetzt ist fertig. Wunderbar. Dann ziehe ich hier gleich weiter. Oder? Ist fertig? Ja, ist fertig. Ja, zack. Gleich weiter rüberziehen hier. Bup. Zack. Nächste große, größere Fläche. So. Chup. Chup, 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 chup. Zack. Die Fläche hier ist auch gleich fertig. Die ist schon fertig. Die ging ja schnell. Da war ja nicht viel. Ah, wunderbar. Gut, hier ist dann noch ein Haus. Oder noch ein paar Häuser, die wir dann wegkriegen müssen. Ich will da wohl gerade arbeiten. Bestimmt ein paar.
Das können wir dann auch weiterlaufen lassen hier. Dann später. Er sagt, er braucht 66 Leute dafür. So ein Schmarrn. 66 Leute, um das in einer Minute fertig zu kriegen, oder? Was ist Phase? So, 28 Schaufeln. Oder Arbeitsleistung. Ja, halt alles voll. Nein. So wollte ich es nicht. Ich will es wieder abbrechen. Bitte lass es auch abbrechen, nicht dass das wieder verpackt. Ja, danke. Zack. 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 So. Können wir auf jeden Fall mal bis hierher vorziehen. Wenn wir natürlich ein bisschen Stein jetzt brauchen für, aber hey. Gemacht ist gemacht. Irgendwo müssen wir dann halt auch passend eine Treppe dazu wieder bauen, wenn es wieder runter geht. Hier auf die Etage runter. Ich überlege echt, ob ich hier vielleicht noch ein paar Fischerdinger hinschmeiße. Wäre eigentlich eine Idee. Guck mal, es ist fertig. Dann wird irgendwo hier das. Das wird so oder so ein bisschen dauern. Schon wieder. Wenn man nicht durchziehen kann, ist echt doof. Keine Ahnung. Ich sehe halt nichts mehr. So, jetzt verblasen wir wieder Stein. Könnt ihr hier mal in die Steinklopperei gehen? Ist da überhaupt noch Stein drin? Ja. Jedenfalls noch ein bisschen drin. Und weißt du was? Ihr geht mal alle auf Null. Ihr geht jetzt hier wieder hier rein und hier rein. Und ich packe ein paar zu den Köchen. Ja, wobei, das ist idiotisch. Komm, gar keine. Nix, null, nada. Wie schaut's aus mit den Kräutern? Auch 2000. Ach, okay. Ja gut, wir haben kein Minus. Wir haben kein wirklich nennenswertes Minus. Ich glaube, die sind jetzt hier oben mit beschäftigt gerade. Haben wir hier jetzt aber auch eine schöne Kante runtergezogen und eine große Arbeitsfläche eigentlich gerade geschaffen. Ich weiß nicht, was ich mit der Insel hier mache. Eigentlich wollte ich ja dann hier duck, die Kante darüber ziehen. Mal schauen. Irgendwo dann auf der Höhe hier. Weil wir hier eine Verbindung rüber, trotzdem rüber buddeln könnten hierher. Und so auch ein bisschen tschupp tschupp. Gucken wir mal, was wir dann machen mit der Insel hier. Die ist ja auch ziemlich flach nur. Na du, mein kleiner Schmusetiger. Bist schon verschmust momentan, ne?
Ich kann keine, ich wirklich, ich bin 5 Minuten auf den Beinen und schon will jemand schmusen und Zuneigung und gekuschelt werden. Letzte Zeit. Ich glaube, hier haben wir es auch gleich. So viel fehlt da nicht mehr. Ja, 21 Arbeitsleistung, das wäre jetzt eine normale Baustelle. Hier geht's halt, weil wir nicht so viel Fläche anpassen müssen, relativ schnell. Was halt echt cool ist. So, ich glaube dann, ja, warte mal. Mal hier noch so ein bisschen. So, wieder an Unterkühlung. Ja, Kleidung und alles, da bin ich schon dabei. Bin ich dabei, dass das auch kommt. Müsst mir nur ein bisschen Zeit geben. Ich bin ja dabei. 72, okay, das ist viel. Da ist doch gar nicht so viel Höhenunterschied. Ja, aber es ist groß, oder? Nee, so viel Höhenunterschied ist. Höhenunterschied ist da gar nicht. Ja, gut. Da ist jemand an Unterkühlung gestorben. Das ist nicht schön. Aber hey, wir sind jetzt 75 Menschen in unserem Dörfchen schon. Und Nahrung ist noch da. Was das Wichtigste eigentlich ist, dass Nahrung noch da ist. Also absolut das Wichtigste. Und sobald ich mal wieder Tag habe und auch mal wieder einigermaßen weiß, wo was hinkommt, können wir hier das Eck weiterbauen. Elsa, wo ist es denn? Hier ist es. Dass der Baum mal wegkommt. Tschupp. Da muss auch ziemlich viel weg. So. Schaut's hier aus? Auch fehlt auch nicht mehr so viel. Hier könnten wir dann schon auch den Weg durchziehen, denke ich, und das nächste Feld bauen. An Altersschwäche. Auch nicht schlimm. So. Eisen und Stein kommt ja wenigstens im Winter ein bisschen ran. Das ist ja auch schon mal viel wert. Wenn das wenigstens dann kommt. Gibt es irgendwas Neues auf Instagram? Nix. Irgendwelches Zeug, was ich durchskipp? Nix. Nichts von Interesse. Ich weiß nicht, Instagram mache ich selten an Unterkühlung. Jetzt sind ein paar gestorben. Selten. Zu Hause auf. Sehr selten. Unglaublich selten. Winterende. Das ist gut. Nahrung haben wir auch noch en masse. Irgendwie essen die kaum noch was, kann das sein? Irgendwie essen die nicht kaum noch was. Gut, jetzt sind uns 4 Stück gerade an Unterkühlung gestorben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee. Oder das Beste gewesen, aber hey. Passiert. Es war ein Unfall. Also war halt wirklich ein Unfall, aber es war ein Unfall. Hätte ich ja gerne hier unten auch so ein, zwei Sachen mit dran. Ich weiß aber gerade nicht, was. Was könnte man da unten so ein bisschen mit hinbauen? Weil ich es halt ziemlich nah die Kante gemacht habe. Der jugendliche Hunter. Okay, Hunter. Können wir die hier mal wieder ein bisschen abziehen. Mal wieder hier drauf gehen lassen. Damit wir wieder Nahrung rankommt weiterhin.
Will ja einfach nicht ins nächste Problemchen rutschen. 126, sagt er, bräuchten wir an Arbeitskraft. Arbeitmänner. Braveden. Brafton. Brafton ist älter geworden. Nee, Braden. Also der Braidon. Jetzt hängst du wieder mit einer Kralle in meiner Hose. Du brauchst doch hier keine Kralle. Wenn du runterfällst, fange ich dich. Passe ich schon auf, dass du nicht runterfällst. Was schaust du denn? Willst du mich gerade weich treten? Du bist näher an meinem Bauch ran. Ja. Du bist näher mit mir, wirst mehr mit mir schmusen können. Nein, lass das Mikrofon in Ruhe. Ja. Kleiner schmuserbedürftige Mietschekotche. Ja, putz dich erstmal ein bisschen. Das wird noch dauern. Das hier oben müsste doch jetzt endlich mal fertig sein. Ja, ist es auch. Aber wie es ausschaut, wenn man halt so ein Ding vergisst. Das ist richtig voll die verzerrte Grafik. Ich weiß eh noch nicht, ob das die finale Kante ist. Müssen wir schauen. Dann, wo es dann passt. Weil unten soll ja auf jeden Fall noch ein Weg sein. Dann hätte ich gern vielleicht noch ein bisschen Platz, dass ich vielleicht noch so... Also eine Doppelreihe Häuser, dann noch die Straße. Dann eine Reihe Häuser und dann erst nach oben. Das wäre so der grundlegende Plan jetzt. Während hier Dauergewitter ist. Hey, wir haben kein Obst mehr. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Trotzdem kein Platz irgendwo. In den Scheunen, ha? Ja, wir haben fucking viel Leder. Ja, warte mal, die Scheunen kriegen wir wieder. Scheunen? Hier. Muss ich jetzt aber auch mal schauen, ob das überhaupt dann passt. Also hier, eins. 2. Ah, so kriege ich sie schon mal nicht hin. Seht ihr? Das ist schon mal nicht gut. Wenn ich sie so nicht hinbekomme. Kriege ich die dann längs hin? Also so. Ja, da ist halt einer Abstand. Okay. Mache ich jetzt hier mal 6 Scheunen her. Dann haben wir hier 6 Scheunen. Muss ich aber auch schauen, dass es mit der Treppe hier über einen geht. Oh ja, es funktioniert. Das ist ja perfekt. Das ist ja mal perfekt. Das ist ja mal perfekt. Dann können da nämlich ein paar Scheunen hingebaut werden. Und so wie es ausschaut, haben wir es hier übrigens auch genau hingekriegt. Dann werden hier, oder sollen hier ein paar Scheunen hingebaut werden. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Platz. Ich packe die Deko, die Laternen gleich mit rein. So. Weil da ist der Platz dafür. Genau einer an einem Platz. Aber hey. Passt schon so. Hier wird es noch... da wird es noch ordentlich dauern, bis es ein bisschen ebnet wurde. Dann weiß ich auch, wo hier mein Weg laufen könnte. Und vielleicht machen wir echt hier noch die Fischerhütten so ein bisschen so... Tuk, 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 tuk. Dass ich hier trotzdem mit der gleichen Höhe hier so eine Verbindung rüber schaffe. So. Wäre ja möglich. Könnten wir ja machen. Das ist hier so ein ganz schönes Fischereck.
Aber eine Sache will ich dann noch machen. Weil hier ist es mir zu. Ah, da kommt ihr nicht ran, gell? Da muss ich es eher schon so ein bisschen so machen. Wobei, das lass mal. Ich krieg da ja einen Fischer hin, oder? Jo, klappt. Krieg ich. Wobei, mit der Brücke kann ich ja auch hier links und rechts die Fischer ranpacken, oder? Also mit dem Ding hier. Hier ist er durchgezogen. Und dann da, wo ein Fischer ist, so ein Kreuzstück ran. Boah, ich kann hier richtig die dicke Fischzucht aufbauen. Oh, wie geil. So kommt mir jetzt erst. Ich kann das ja wirklich nutzen, die Fläche. Weil ich hier übers Wasser laufen kann. Oder übers Wasser bauen kann. Das kommt mir ja jetzt erst. Bin ich gar nicht drauf gekommen die ganze Zeit. So, hier fehlen halt die Bauarbeiter gerade, weil die irgendwo beschäftigt sind. Hier hinten, gell? Ja, die sind hier beschäftigt. Aber dann würde ich das trotzdem... Warte mal, ich will es mal ausprobieren. Sollte ja eigentlich gehen, denke ich mal. Pass mal auf, die Fischzucht. So, dass er halt wirklich auch so ein bisschen gerade ist. Bin ich drin? Bin ich jetzt hier drin oder nicht? So. Zack. Ah ne, ich muss ein T-Stück dann bauen. Ja, es ist alles gerade nicht erreichbar. Ich muss ein T-Stück dann bauen. Hm? Ob ich hier irgendwie näher gekommen bin. Oder? Hab ich hier irgendwo einen höheren Abstand? Irgendwie schon. Ah, guck mal, da habe ich... ich habe überall einen Abstand. Das hat nicht so funktioniert, ha? Warte mal, ich reiß nochmal ab. Kann ja eh momentan nicht gebaut werden. Kommen sie ja nicht hin. Dann kann ich hier richtig cool die Fischzucht so aufbauen. Zack. So richtig schön gegenüber. Zack. Oder warte mal, würde das so gehen? Weil die Rampe so durchaus so ausschaut, als ob die so durchgeht. Das wäre ja noch geiler. Warte mal. Reiß ich das nochmal ab? Ist mir so gerade aufgefallen. Das wäre ja noch geiler. Weil das schaut halt so aus, als ob die hier so tuk, 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 drüber laufen könnten. In manchen Ecken wie hier sitzt zum Beispiel, oder da, ist jetzt auch keine höhere Verbindung. Oh, wäre das... Oh, ist es cool. Also wenn das geht. Wenn das geht, ist es richtig cool. Dann können wir hier halt so ein richtig dickes... Becken aufbauen. So ein richtig dickes Becken. Irgendjemand ist an Altersschwäche gestorben. Nahrung? Gefällt mir nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Geht irgendwie runter wieder. Ich hasse es langsam. Die Scheiße ist halt überall voll, weißt du? Die schupfen. Ich komme mir so vor, als ob ich ein Déjà-vu habe. Wir hatten gerade über 10.000. Ja gut, wir haben wieder ein paar Menschen mehr dazu bekommen dafür. Was brauche ich eigentlich für die Fischsuppe?
Okay, ja gut, das ist in Ordnung, was ich dafür brauche. Für die Fischsuppe. So, hoffentlich wird noch eine Scheune... Ja, die Scheunen werden hoffentlich noch fertig, werden die das ab... Ja, oder wenn wir halt wieder viel gebaut haben, das kann auch wieder sein. Dass sie dann echt einfach da gehen und es erstmal lassen. Einfach mal schauen. Und auf jeden Fall schaut's aus, als ob die Nahrung echt... Die hat sich halbiert. In den Keller gedroppt ist. Gut, es ist Herbstbeginn. Da ist nämlich nichts bis jetzt abgeerntet worden von den Feldern. Nichts, gell? Null. Okay, die sind aber auch noch nicht. Guck mal, die sind auch gar nicht wirklich fertig gewachsen diesmal. Sind nicht fertig gewachsen. Sollen sie es runterräumen? Scheunen haben wir ja jetzt. Fischzucht kommt jetzt auch noch. Wenn es klappt. Was ich mir ja natürlich hoffe, dass es klappt. Auf jeden Fall mal Lagerkapazität. Dass der Sommer diesmal gar nicht so prickelnd war. Hä? Aber die ernten hier auch nicht weg. Guck mal. Da wird nichts weggeerntet. Die sind schon wieder mit irgendwas beschäftigt. Guck mal, da wird nichts weggeerntet. Macht mal hinne hier, Jungs. Jetzt ist Herbst. Ihr baut doch nicht mit an den Straßen. Das wäre ja Schmarrn, wenn ich dann Bauarbeiter dafür festlege. Die ich hab. Ja, na. Wir sind aber noch safe in Nahrung. 10.000 insgesamt. Das wäre halt dann echt totaler Müll, wenn ich Bauarbeiter festlege und die trotzdem irgendwas anders bauen. Weißt du? Übrigens 50.000. 50.000 bitte. Ich glaube, da sind wir definitiv dann safe. Gewitter. Gewitter. Richtig Gewitter. Das klappt. Oh, wie geil. Das klappt ja wirklich. Dann kann ich da noch Fischzucht mit dazu packen. Bald. Die haben die kaum abgeerntet. Jetzt ernten sie es ab. Aber das lag nie hundertprozentig nicht dran, dass irgendeine Scheune voll war. Weil eine hätte Platz gehabt. Das war wirklich das Bauen. Aber die Nahrung reicht uns. Also das ist jetzt kein Drama. Überhaupt kein Drama. Wir haben ja noch drei Häuser, die weg müssten. Die Frage ist, baue ich vielleicht ein großes Haus hier nochmal nebendran? So ein großes Haus und dann hier später wieder kleine Häuser. Und hier halt dann auch wieder zwei große Häuser so. Weil die genau die gleiche Breite haben. Muss ich Hospital gerade hinpacken, weiß ich auch noch nicht. Also, das werden wir rausfinden. Würde ich sagen. Die sollen jetzt ich erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Die können, ihr geht hier hin, wo ihr produktiv sein könnt. So ein bisschen.
damit da auch ein bisschen Produktivität da ist, weil wir Steine und sowas brauchen. Und ein Schmied. So, weil das haben wir auch ein bisschen vernachlässigt. So. Kohle ist nämlich nicht da. Deswegen ein mehr in die Kohle. Da würde ich trotzdem gern dann eher mal so einen Zwischensteg machen, so. Aber der schaut irgendwie aus, als ob der zu niedrig wäre. Dass sie dann hier mal so durchlaufen können. Und dann hier halt wieder so, tuck, 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 wieder ein Steg, tuck, tuck, tuck. Dann können wir wirklich bis zur Insel darüber basteln. Dann ist es eine richtig große Fischzucht. Weil Fisch ist immer noch nicht so wirklich da. Jetzt hoffe ich ja mal drauf, dass wir da ein bisschen mehr ranbekommen. Alles andere haben wir ja schon ganz gut. Dass wir auch weiter in die Stadt expandieren können. Weil Lagerhäuser sind jetzt auch da. So Scheunen. Da könnte man echt noch ein paar Scheunen hier unten hinschmeißen. Lagerhäuser, Scheunen oder sowas. Hier unten. Ich weiß gerade nichts Sinnvolleres, was wir da unten hinpacken könnten. Na, guck mal, da kann ich jetzt auch schon das T-Stück dazu platzieren. Zack. Die geraden Stücke eigentlich auch schon. Der schaut aber irgendwie nicht so aus, als ob es passen könnte. Ob da ein 1 zu weit ist. Toll. Ich habe mir jetzt schon was Schönes drunter vorgestellt. Warte mal. Kann doch nicht sein. Ja, es ist 1 zu weit, weil ich hier immer einen 1er Abstand hatte. Du willst mir nicht sagen, dass du da schon was rumgehämmert hast. Ich hasse das Spiel immer mehr. Habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse es immer mehr. Das hat echt noch nichts passiert, gell? Okay, dann baue ich hier einen Brückenabschnitt. Während das Spiel abgeschmiert ist. Oder? Jo, weiß. Ich hab Whitescreen. Jetzt habe ich einen Blackscreen. Jetzt ist weg. Hoffentlich war vor kurzem Autosave. Hoffentlich war der vor kurzem. Weil ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Schaut so aus. Hoffentlich vielleicht sogar noch, bevor ich die Dinger durchgezogen habe. Das wäre cool. Ja!
Als ich die verteilt habe sogar schon. Cool. Perfekt. Weil ich den einen Abstand habe. Oh, das ärgert mich. Aber es ist gut zu wissen, dass es gehen würde. Vielleicht schütte ich dann einfach Land auf. Wenn der Steg nicht funktioniert, weil hier immer so ein einer Abstand dazwischen ist. Ich will es nicht abreißen nochmal. Und neu platzieren, das will ich nicht. Aber dann mache ich vielleicht drei und dann den Steg. Das würde ich dann eher machen. Drei, dann den Steg. Also aufgeschütteten Land, aufgeschüttetes Land. Bei dem verstehe ich es halt auch noch nicht, weil der ist auf einer Linie mit dem und auf einmal ist der hier weiter in der Landschaft drin. Eine Sache, die mich irgendwie stutzig macht. Aber das ist eigentlich geil. Dann, ja, dann ist es nicht so schmal nur. Dann Landaufschüttung bis so ein bisschen nach vorne. Dann passt die Sache. Müssen aber erstmal fertig gebaut werden dafür. Kriegen wir vielleicht auch mal ein bisschen Fisch ran. Aber Nahrung ist trotzdem deutlich runtergegangen und das ist nicht schön. Gar nicht schön. Wir haben auch die ganzen Küchen aber jetzt gerade alle die ganze Zeit aus, das was ein bisschen mehr Kalorien bringt. Weil wir halt einfach keine 12 Arbeiter haben. Weil ich ja trotzdem anders Zeug auch die ganze Zeit ein bisschen produzieren muss. Bringt ja nichts, wenn die nur in der Nahrung hängen. Speichere ich mal. Ich traue nicht dem Safe Gain immer nicht so. So. Das ist nicht erreichbar. Ja gut, das ist gerade nicht erreichbar, weil das gebaut werden muss erst dafür. Es wird hier gerade gebaut. Duck, 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 duck. Jetzt hängst du wieder mit deiner Kralle. Hör halt mal mit deinen Krallen auf. Und warum kommst du her, legst dich her zum Schmusen und gehst dann 5 Minuten später? Schnurrst du? Jo. Gerade eine vibrierende Katze in meinem Schoß. Oh, da ist die Krallen drin. So. Schauen wir mal. Was haben wir jetzt? Hier habe ich die Laternen auch, die sind ja auch schon fertig. Dann, was fehlt denn noch ein bisschen? Sicherheit, so in Sachen Nahrung und Ausbau. Aber so ein Haus will ich noch bauen. Ein großes. Und da drüben halt weiter die, wo ist der Eingang? Der ist, wo ist hier der Eingang? Der ist da. So. Zack. Und hier nochmal ein großes Haus hin. Und dann kriegen wir
Auch wenn es teuer ist. Ich grade es auch gleich ab. Hier nochmal zwei Häuser weg. Rup. Rup. Zack. Nein. 14. Das reicht. Guck mal, jetzt sehe ich nämlich hier auch mal wieder ein bisschen was. Ich würde sagen, so oder so packe ich da jetzt mal einen Steinweg hin. Es ist ja noch nicht nahrungsgefährlich für uns gerade. Oder zumindest ist es noch nicht gefährlich für uns. So, und hier bei denen. Also hier dann rauswärts. Und hier rauswärts kommt dann ein normaler Feldweg hin. Gut. Und den normalen Feldweg, den ziehen wir dann halt raus, um halt Förster und alles mit... Oh, das Bergwerk ist leer. Ja, dann tschüss Bergwerk und wir brauchen ein neues Bergwerk. Dass es da vorne drin ist. Brauchen wir ein neues Bergwerk. Da. Kostet auch viel Holz. Wie schnell das halt wirklich, wie schnell sich die Natur das immer wieder hier zurückholt. Schon extrem. Wenn wir das dann haben, mache ich hier eine Markierung und ziehe einmal die Landschaft ein bisschen raus. So ein paar Meter. Dann würde ich vorne echt an die Spitze von der rausgezogenen normalen Fischer setzen. So richtig das Eck halt voll fokussiert und spezialisiert ist auf Fisch. Guck mal, ich sehe hier Fische. Also hier sehe ich keine Fische drin. Doch, auch ein paar. Hier sehe ich. Ah, einen. Also ich muss aber mal ehrlich sagen, das Wasser schaut in dem Spiel wirklich gut aus. Das muss ich mal ehrlich gestehen. Das Wasser schaut sehr gut aus. Das muss ich dem Spiel eingestehen. Auch wenn ich schon viel mecker darüber und auch öfters verzweifle. Muss ich das echt zugeben. Hier ein normales Feld. Weil das Feld kann ich ja auch wieder hier komplett hochziehen. Und genau bis zur Kante auch ziehen, damit es wieder 22 mal 22 wird. Kommt hier ein Feld hin. Nahrung ist eigentlich gar nicht so kritisch. Und das Feld kann dann auch endlich mal weg. Kommt ja eh noch viel, viel mehr weg. Ist ja nicht so, als ob nur das wegkommt. Die zwei Häuser, sobald das hier hinten dann mal fertig ist. Und alle Ressourcen sind da. Sofort upgraden dann. Wenn gerade schon mal alles da ist dafür. Hab ich dich im Auge, Haus. Ich hab dich im Auge. Dass wir es nicht verpennen. Aber ich schaue weiterhin, dass wir auf Ding bleiben. Safe bleiben in Sachen Nahrung. Ich habe die ganze Zeit immer meinen Blick auf die Nahrung, immer wieder. Weil das ist so ein Problem, da hängst du dann ewig dran, um das irgendwie zu lösen. Was schüttelst du denn nicht da unten? Voll putzig.
aber echt putzig, wenn ihr das sehen könntet gerade. Gleich gar keiner einzieht. Unser Holz geht auch gut runter, muss ich auch gerade mal sagen. Ah, guck mal, das ist fertig. Das hier aber noch nicht. Das Holz ist aber schon da, aber da muss noch hochgezogen werden. Das heißt, ich mache jetzt hier den hier. Den hier. Ganz vorsichtig, es soll schön gerade sein. Ich will da nicht hier die Kante drüben haben. Oder so. Ich sag's noch und baue eine Kante. Oh, ganz, vor allem kurz vorm Schluss. Hat das jetzt? Hat er. Hoffentlich hat es geklappt. Braucht natürlich ordentlich Arbeitsleistung. Dann haben wir hier vielleicht bis hier vor. Dann kann ich hier einen schönen Weg hinsetzen. So einen schönen Erdsteg gebaut. Ja, wir haben uns nicht mal verklickt oder so. Cool. Schönen Erdsteg setzen. Ha, gucke Nahrung. 5000, 7000. Okay. Also wirklich okay. 16 Arbeitskraft fehlt. Ach so, Warehouse. Ja. Wird aber ein bisschen dauern. Wir haben gerade kein Eisen und auch keinen Eisennachschub. Weil die Mine einfach broken ist. Die muss auch erst hochgezogen werden. Ist übrigens dann doch ordentlich unser Holz runtergegangen. Auch die ganze Zeit geht unser Holz ordentlich runter. Deswegen lasse ich mal hier so ringsrum mal so ein bisschen fällen, ha? Ein bisschen. So. Ne, die Natur ist eh gleich wieder da. Es dauert 5 Minuten, die ist wieder da. Dann muss ich nur schauen, dass halt hier überall eine Verbindung wäre. Was ich jetzt schon mal hoffe. Dann können wir hier vorne einen Fischer ransetzen. Und dann würde das passen, oder? Denke ich zumindest mal. Oh, ich muss sagen, es ist echt schön. Ich finde es schön. Schön geworden bis jetzt. 7000 immer noch Nahrung. Ich lasse es mal schon abernten. Alles. Weil schon wieder Spätsommer ist und keiner was angefangen hat. Ja, okay, hier habe ich einen Knick drin. Einen kleinen. Der ist jetzt aber nicht so schlimm, hä? Huh?
Oh, ist fertig? Nee, doch nicht. Jetzt wollte ich mich schon zu früh freuen. Das ist fast fertig, dann kriegen wir wieder Eisen drauf. Na komm. Zack, fertig. 6000 Eisen, das ist gut. Da sind noch 2400 Stein drin. Da sind noch immer noch 2200 Lehm. Wie lange ich schon schaue, dass das Lehm weggeht. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Rampe brauchen. Könnte schon sein. Das ist auch noch nicht fertig, wird ja noch ein bisschen angehoben. Für den Übergang. Ja, da brauchen wir definitiv eine Rampe, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das geht. Der Übergang. Doch auch eine brauchen. Aber warum kann ich hier dann keine mehr hinbauen? Aber hier vorne. Also hier braucht man definitiv eine, da kann keiner drüber laufen. Aber kann ich nicht. Hier. Was nichts bringt. Also es bringt halt dann gar nichts. muss ich nicht verstehen, oder? Oder kann ich hier näher ranbauen? Warte mal. Mach mal kurz Stopp bei der Rampe. Mach die nochmal weg. Vielleicht kann ich hier näher ranbauen. Mach die weg. Kein Stopp. Wenn es weggeht. Vielleicht kann ich da noch einen Ticken näher ranbauen. Unsere Ding haben wir ja schon mal grob. Warte mal, ich brauche das Tool. Kann ich. Kann ich. Gut, dann. Wie? Eins. Weil es nur so wenig ist? Ist ja wirklich nur so ein schmales Ding. Er hat nichts gebracht. Guck mal, nix. Oder? Nichts, ne. Bin ich nicht näher gekommen. Ich ziehe nochmal hoch. Vielleicht klappt's ja. Ist gar nichts passiert. Schade. Ich hab gedacht, da können wir vielleicht einen schönen Durchgang machen, aber hey. Dann haben wir jetzt hier ein Fischerhütchen gleich. Wenn es da drauf passt. Ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu schmal. Warte, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ein bisschen breiter. Der Blick war gerade wieder auf der Nahrung oben. Mist. Gucken wir mal. Machen wir es ein bisschen breiter. Kann ja ein bisschen breiter sein. Das ist mal vorne. Ich will hier vorne so richtig schön, wo es halt dann tief wäre, so ein Fischerhütchen hinbringen. Weil das wird ja auch irgendwann weichen. Vielleicht lasse ich es auch dann gleich weichen. Er ist halt auch schon mal weg. Was weg ist, ist weg.
Hafer. Herbst und die Felder sind immer noch nicht ganz abgeerntet. Warum schon wieder? Weil ich zu viel baue? Ja, aber komm, 13.000 Nahrung wieder. 14.000 fast. Da kommt ja immer noch mehr dazu. Jetzt. Weiterhin. Mach mal lieber Pause hier. Nicht, dass ich dich nicht mehr im Blick habe, wie ich so schön gesagt habe. Ich hab dich im Blick. Mach mal lieber mal Pause. So. Krieg ich da jetzt das Fischerhütchen hin? Genau passend. Ganz genau passend. Was buddelst denn du? Quadratisch buddelst du es, okay? So, perfekt. Läuft doch, die Stadt. Läuft doch. Cool. Nahrung ist zwar immer noch ziemlich voll, aber hey. Wird schon besser. Wird schon besser. Es ist nicht teuer, aber ich brauche halt drei Leute. Gut, die kommen dann hier weg. Die sollen dann hier rüber gehen, aber dann ist er schon mal weg. Um das einfach weiter ausbauen zu können. Den Hafen, weil irgendwo muss ja dann ein Hafen auch noch hin und anderes Gedöns. Gibt ja noch ein bisschen Zeug. Ich denke, da hatte ich eine gute Idee. Dass wir das so machen. Jetzt muss ich aufstehen, meine Füße schlafen ein. Da, da, da. Oh, warte mal, wir haben ja 12 Leute. Ich pack die 12 nur hier rein. Nirgends anders. Die habe ich gar nicht gesehen, dass wir schon wieder so viele hatten davon. Hatte ich echt gar nicht mitbekommen. Das siehst du mal, haben 12 die ganze Zeit gar nicht gearbeitet. Dann haben wir, dann sollte Fisch hochgehen. Ja, schau mal, dann haben wir 12 Leute gehabt und die Nahrung ist trotzdem gut geblieben. Jetzt packen wir, jetzt geht der Angriff auf Fisch los hier. Was ja auch super ist. Mal schauen, wie der Fisch noch rauf geht. Und das ist halt nicht nur intervallmäßig, das produziert halt echt immer. Was ja auch schon mal nice ist. Ja, die Fischerhütte ist eh gleich fertig, oder? Putz. Nein, das ist ja hier. Mach weg. So.
Da sind auch schon gleich die drei Fischer drin. Schaue ich trotzdem, dass wir noch immer schön weiter stetig wachsen. Also das Feld hier ist zum Beispiel auch jetzt hat, hinfällig. Das kann auch weg. Weil ja hier eins ist. Was Hafer anpflanzt, das kann dann auch schon weg. Das mit den Laternen schaut trotzdem sehr gut aus. Hier würde ich halt auch wieder ein Feldweg machen. Normalen Feldweg. Irgendwo. Warte mal. Hier ist die Mitte. Ist ja eh drei breit hier. Tschupp. 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 So. Jetzt müssen wir sie gar nicht mehr, aber wir sollten sie trotzdem hier abziehen. Und hier hinpacken. Die Arbeitskräfte. Sollten wir trotzdem hier die ganze Zeit reinstecken, weil. Über den Winter. Einfach, dass es hier vorangeht weiter. Ich schmeiß mir was zum Stream rein. Zum Streamen, zum Trinken. Weiß mir was zum Streamen rein, ja. Zum Trinken. Hi. So. Schaut auch gut aus. Schaut auch sehr gut aus. Machen wir hier auch ein paar Laternen ran. Oh, finde ich das geil. Es funktioniert. Die Stadt funktioniert. Schau mal, wie viel Fisch wir jetzt schon haben wieder. Wie viel Fisch wir jetzt bekommen. Wie geil. Wie geil. Weil hier mache ich Stampfgemüse. Dann würde ich hier... Hier mache ich Fischsuppe. Würde ich hier auch eher Fischsuppe machen. Düt. Dann brauche ich keine Kräuter dafür. Dass wir nur das Gulasch einmal haben. Und zweimal Fischsuppe machen. Wobei ich gerade merke, 7 Kalorien und 7 Kalorien sind für 14 Kalorien. Ja, okay. Doch. Das Lager wird halt nicht so zugemüllt. Doch, kann man machen. Verdoppelt sich halt die Kalorienzahl und das Lager ist weniger voll. Oh, Frühlingsbeginn. Gut. Jo. Rein mit euch. Dann hätte ich gern noch ein paar Laternen hier. Ach, guck mal. Die kann ich hier sowieso nicht hinbauen. Oder? Ach nee, das ist, weil es unterirdisch ist. So. Machen wir hier. Ja. Ich denke, gut getroffen. Jetzt brauche ich trotzdem noch einen Feldweg. Ei, ist doof, wenn ich es nur bis hierhin ziehe. Ein bisschen Abstand wie hier. So viel Abstand war es eigentlich gar nicht. Ein bisschen können wir hier schon lassen. Ein bisschen Abstand. So. Hier runter. Hier rauf. Och, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Spiel, das ist doch nicht dein Ernst, dass ich wieder nichts sehe. So, bis es grün wird. Also bis hier. Okay, dann halt einzeln, wenn es mir wieder nicht ziehen lässt. So, es ist jetzt nicht so dramatisch. Müsste es mir nicht ziehen lassen.
Ist nicht so dramatisch. Dann die Laternen. Natürlich. Die Deko brauchen wir auch. So. Und hier auch noch ein Weg. Natürlich, jetzt ist wieder dunkel. Ich denke, nahrungstechnisch können wir ein bisschen ausbauen, Menschen. Oder? Was fehlt hier noch? Eisen halt auch viel. Da kriegen wir gerade eigentlich gar kaum was drauf. Obwohl ich im Winter hier die... hier die echt ein bisschen schuften lassen habe. Ich glaube, es wird auch, weil wir Gusseisen... aber nee, kann doch gar nicht sein, oder? So viel Gusseisen ist es ja gar nicht. Chup. 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 Toll. Klappt wirklich ganz... mir gefällt es. Es funktioniert... so. Ein kleines Hafenstädtchen. Wird langsam. Ich könnte sie mal im Winter echt in die Küche ein bisschen mitstecken, weil wir echt ein bisschen viel Hafer haben. Für Haferbrei. An aller Schwäche. Ja, das ist noch so ein bisschen Problem. Problematisch. Wir haben halt einfach wieder alle in die Nahrungsindustrie gepackt. Ah, gut. Jetzt wird halt Fisch endlich mal auch aus Nahrung relevant. Mit unserer kleinen Fischzucht hier. Der hat jetzt rein theoretisch mehr Wasser, also mehr Produktion. Achso, lass laufen, dass das auch schon mal wegkommt. Gut. Hm. Ach, das ist auch angehalten. Warum halte ich das eigentlich ab und an? Ja, okay, ich weiß schon, warum ich es anhalte. So. Das ist noch angehalten, weil wir eh nicht das Eisen haben. Und ich will ja drauf schauen, dass ich die zwei Häuser hier wegmachen kann. Wobei wir gerade ein bisschen Wachstum brauchen würden. Deswegen könnte ich ja eigentlich hier drüben, wie vorhin mal gesagt, eine Hausreihe, also eine kleine Hausreihe, auch hinschmeißen. Die halten aber auch erstmal wieder an. Aus Gründen. Weil wir eh kein Eisen haben. Und mir es lieber ist, dass wir erst das große Haus hier fertig kriegen. Und ich unten die zwei Häuser damit wegbekommen. Und ich denke, wir müssen weiter hinter. Gehen hier mit der Anpassung. Mit der Landanpassung. Noch ein bisschen. Du. So. So, ich denke, da müssen wir ein gutes Stückchen noch weiter hinter. Irgendwo hier habe ich auch eine Beule drin. So. So. Gehen wir mal ein gutes Stückchen weiter hinter. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt da jetzt reinkommen gerade. Kann man, können die schaffen, die Schräge? Ja, ein bisschen klettern müsste halt. Kriegt er schon hin. Hoffe ich. Nicht, dass da echt manche Sachen nicht erreichbar sind. Dann habe ich ein Problem. Dann wüsste ich gar nicht, wie weit ich... müsste ich echt weit hier rüber gehen. Oh nö, klappt. Klappt alles ganz gut. Klappt alles gut. Hey, vor allem, wir kriegen Eisen gerade.
Und Stein. Da ist ein bisschen was. Vor lauter Gequatsche muss ich schon wieder aufs Klo. Das gibt's doch nicht. Da, da, da. Also vor lauter Gequatsche, weil ich so viel trinke, muss ich wieder aufs Klo. Für jeden, den ich jetzt verwirrt habe. So. Jo, ich würde sagen, ich speichere mal kurz. Spiel speichern. Tschüpp. Zack. Ich bin gleich wieder da. Kurz für kleine, spielen oder was ist los? Ich glaube, da will gerade jemand spielen. So, Nahrung schaut gut aus. 9000 Sommer. Also, ich lasse den Fisch noch außen vor, weil ich ja die ganze Zeit nur an Obst und Gemüse orientiert habe. Wir haben Eisen ein bisschen. Das Werkzeug lässt aber nach. Da müssen wir auch einen Blick ein bisschen drauf behalten. Okay, ich glaube, sie will spielen. Warte mal kurz. Ich ärgere sie kurz mit dem Laserpointer. Okay, genug Mies geärgert mit Laserpointer, aber sie, die hat gerade ihre 5 Minuten und will spielen. Okay. Ah. Katzen und Laserpointer. Eine lustige Kombination. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben es nicht mal weit genug hintergezogen, aber lass mal die einfach mal wegbuddeln. Straßen fertiggestellt. Welche Straßen? Ach, das sind immer noch. Die sind immer noch nicht fertig. Die hier müssten ja weg. Ja, machen sie auch. Gut. Das Haus soll weiterlaufen. Wir haben aber wieder kein Eisen mehr, also halte ich es wieder an. Aber das Eisen ist mal hingetragen. Gesundheit. Hingetragen worden. Herbstbeginn. Wird Nahrung mehr oder weniger? Wir haben 8000, 13000. Ja, ja, ich denke, es wird schon ein bisschen mehr. Es hält sich auf jeden Fall ganz gut, denke ich. Hier haben wir Hafer, hier haben wir Haferbrei, hier haben wir Haferbrei. Also dreimal Haferbrei, einmal Gulasch, zweimal Fischsuppe. Wobei ich fast auch hier auch nochmal auf Haferbrei gehen würde. Wenn wir ziemlich viel Hafer haben. Oder wir machen auch die Fischsuppe, weil wir beides haben. Und damit das Lager frei räumen würden in der Hinsicht. Oder freier bekommen. Oh, das schaut wirklich schön aus, finde ich. Gut, die Bäume hier stören noch ein bisschen, aber ich finde, es schaut echt schön aus. Was Schönes gelungen. Bis jetzt. Das kleine Hafenstädtchen. So, das ist jetzt weg, das ist weg.
Das heißt, rein theoretisch, und nicht nur rein theoretisch, geht's weiter mit den Sachen abreißen. Und zwar das und das. Die zwei müssen auch noch weg. Das ist ziemlich viel, das mache ich dann. Zum Schluss. Da ist eh noch ziemlich, das haben wir eh noch zu tun. 16.000. 16.000 plus 1.000 Fisch, 17.000. Fisch rechne ich immer noch einzeln. Das heißt, es geht, es funktioniert. Nahrung funktioniert gerade einfach mal. Was super ist. Warum die tatsächlich ab und zu mal den Brei oder da haben, das weiß ich nicht. Obwohl sie wieder nicht das ganze Feld abgeerntet haben, die faulen Schweine. Aber es ist ja noch Herbst, also sie haben noch ein bisschen Zeit. Auch beim Flachs hier. Beim Hafer. Also, ob sie gar nichts gemacht hätten. Schau mal her, das wächst jetzt erst. Hä? Haben die das gar nicht gescheit angepflanzt? Jetzt, oder wird es im Herbst angepflanzt und wann anders geerntet? Aber das ist schnell wachsend. Vielleicht wird es halt zweimal oder so ab und an. Weiß ich nicht. Aber jetzt ist eh, wenn Winter ist, ist es hier eh weg. Boah, 16.000 Nahrung. Oder? Es müsste eh weg sein, Spätherbst. Okay, mal Schnee, mal nicht. Also einmal Hafer will ich hier auf jeden Fall noch herbekommen. Der soll definitiv nochmal her. Und ich könnte auch definitiv ein paar Menschen in die Stadt lassen. Gut, sind wieder ein paar gestorben die Zeit über. Nee, sag ich doch. So, ihr wieder auf Null. Alle beide. Und hier rein. In den Steinbruch. Und in die Eisenmine. Jetzt haben wir noch ein paar über. Ja, weiß nicht, macht Kochen Sinn? Küchen. Überlege ich übrigens, ob ich nochmal hinbaue. Einfach um das durchzuverwerten. Weiß ich nicht. Macht auch keinen Sinn, oder? Wenn es dann läuft, dann läuft's eh. Wir haben jetzt 7 Menschen noch über. Ich würde die gerade vielleicht echt mal einfach überlassen. Um halt noch so ein bisschen Arbeitskraft überall hinzubekommen. Wir könnten aber auch einfach 4 zumindest hier reinstecken. Dann arbeitet hier wer und hier wer. Dann wird ein bisschen was produziert. Brunnen sind ja genug da. Also ist auch, glaube ich, wenn der später auf Volllast läuft, sollte es funktionieren. Also, würde mich wieder sehr stark wundern, wenn es nicht funktionieren würde. Jetzt kriegen wir hoffentlich wieder ein bisschen Eisen und alles ran. Und hoffentlich auch bald ein paar Menschen. Aber Werkzeuge ist immer noch bei Null. Was nicht schön ist. Und wir haben einen Schmied. Wir haben einen Schmied. Das ist doof. Das ist wirklich blöd. Er sagt, er hat kein Gusseisen. Gusseisen ist ein bisschen da. Da starb wieder eine Altersschwäche. Machen wir Pause. Machen wir hier Play.
Stein könnte nämlich reichen, denke ich. Ja, Stein reicht, aber Eisen? Ja, Eisen nicht. Wieder eine Anhalterschwäche. Lass uns nicht wieder in das Drama kommen, dass wir so wenig Wachstum haben, dass uns die Arbeiter ausgehen, weil sie an Altersschwäche sterben. Ob wir den ganzen Scheiß hier irgendwann mal ziemlich safe hinbekommen? Dass egal was es ist, wir einfach sicher sind? Ich glaube ja noch nicht so wirklich dran. Einfach Wachstum geht. Bei den Nahrungsverhältnissen, die wir aktuell haben. Ist gerade möglich. Würde ich auch nutzen. Ziemlich bald. Weil wir können ja immer noch ein paar in die Küche stecken. Will ich tatsächlich aber auch. Dass ein bisschen durchgekocht wird. Die ganze Zeit. Hier fehlt natürlich Eisen, sollen sie hier weitermachen. Was ist eigentlich mit den Förstern? Da fehlt einer. Aber deswegen gleich wieder so vollgewachsen? Aber es fehlt einer. What the hell? Ist halt ganz schön vollgewachsenes Eck wieder. Sehr extrem. Also. Okay, einmal speichere ich. Aktuelles Spiel speichern. Tüt. Was ist eigentlich das? Buenos Aires. Tipps? Ah. Nee. Indikarte. Das ist die hier oben. Das wird auch dauern noch. Bis es mal weg ist. Weil ein Förster fehlt. Glaube ich doch nicht, dass das deswegen so ist, wie es ist. Leder und Kleidung müssen wir aber auch irgendwann demnächst starten. Aber ich hätte gern erstmal Werkzeuge. Dass wir dann Kleidung und alles überhaupt denken können. Eisen geht übrigens nicht wirklich nach oben, gell? Nur mal so als. Obwohl hier 12 Menschen arbeiten. Vielleicht ist es auch einfach schon zu weit weg. Weil die Stadt so ein bisschen woanders hin spaziert. Oh, hier könnte ich wirklich ein Bergwerk bauen. Zack. Der Stein ist mir mal zweitrangig, weil da haben wir ja keinen Dauerverbrauch, aber am Eisen schon, ja. Eisen haben wir ein. Durch die Werkzeuge halt. Jupp. Jetzt müsste nicht genug da sein. 30. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Reicht nicht ganz. Wobei, vielleicht kriegen wir es hin, dass es klappt. Noch ein bisschen Eisen rauskam. Zack. Halten wir mal an. Jetzt wird hier erstmal gebaut. Es ist Frühling. Meine Arbeiter. Ihr müsst wieder zurück auf die Felder. Wo ich gerade sehe, ich habe nicht mehr genug. Hä? Ich
Ich hab nicht mehr genug. Oh, wenigstens 16 und 2, sie so bleiben. Pause. Brauchen wir ja gerade noch nicht, aber... Ich hätte gern erstmal das hier. Weil das fertig ist, dann putz. Geht's auch schon weiter. Ah, guck mal, das ist auch schon leer und abgetragen. Nahrungstechnisch schaut's gut aus, denke ich. Sind wir echt safe. Vor allem geht er immer wieder weiter und weiter und weiter. So, Haus, ich hab dich im Auge. Ach, ich hab ein ganzes Haus im Auge. Aua, aua, aua. Jetzt bräuchte ich jemanden, der so... Gut, um die Uhrzeit. Einzel, nicht mehr. Ich war halt... Ja, wir haben eh schon... Wir haben 8 Stündchen. Glaub, ich werd... Mache ich um 1 Schluss... Um... ein paar Folgen fertig zu machen, oder hocke ich mich morgen hin und mache den ganzen Tag mit Folgen? Weiß ich noch nicht. Wir haben eh einen 28. Also eigentlich 29. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Freitag ist der erste. Also 2 Tage habe ich noch Zeit. Hui. Ich glaube, das soll ich dann wirklich um 1 Schluss machen und ein paar machen. Putz. Ihr könnt nicht obdachlos sein, weil wir haben hier Häuser. Da läuft ein großes Plus rum. Achso. Der ist krank. So, weg mit den Häuserchen. Tschupp, tschupp. Tschupp und tschupp. So, dann können wir da auch mal ein bisschen machen. Die Eisenmine darf auch mal laufen. Vielleicht packe ich die das nächste Mal komplett nur in die Eisenmine, um da einfach ein bisschen Eisen ran zu bekommen. Wäre ja auch eine Idee, wobei unser Holz auch ordentlich runtergeht. Dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Das Holz die ganze Zeit. Gut. Hier sind eh schon wieder Bäume, die ziemlich nahe da sind und eigentlich weg sollen. Weil ich keine hier will. Ich bin Baumrassist. So, der schaut gut aus. Haben wir nur noch 1. Dann können wir hier auch mal auf Play drücken. Hoffentlich bald. Auch hier sollten wir auch mal wieder auf Play drücken. Tschup, tschup, tschup. Da fliegen die ganzen Bäume. Unser Holz geht echt runter. Und die Förster, das war die ganze Zeit hier wie kahl rasiert. Vielleicht war wirklich das Lagerhaus nebendran war. Und jetzt ist hier nicht mehr wie kahl rasiert. Ich denke übrigens echt, weil es schnell wachsend ist, dass es funktioniert, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Ach, schau mal her. Jetzt sehen wir hier wieder ein bisschen was. So. Wir haben immer noch kein Eisen. Wird das alles gerade zu Gusseisen weiterverarbeitet. Aber warum nicht zu Werkzeugen? Weil er kein Eisen hat. Ha! Klingt logisch, ha? Wir haben aber wieder nur 70 Menschen. Das heißt so wirklich, Wachstum hatten wir nicht. Ich würde gerne das Haus hier starten. Und dann, wenn das fertig ist, dass wir... weil das mache ich im Winter, wenn hier wieder ein bisschen Eisen rankommt, dass ich das Eisen da gerade gar nicht abgreife, was hier noch dazu kommt. Und das kommt dann auch weg. Das ist auch so ein Projekt, was dann weg kann. Haben wir von unserem Überbleibsel, von unserem Startüberbleibsel eigentlich fast nichts mehr übrig. Was ja schon mal ein bisschen was bedeutet.
da fast nichts mehr zu haben. Jetzt ist hier wieder mehr frei. Komisch. Warum lauft ihr eigentlich hier eigentlich nicht hoch? Alle nur hier. Ihr werdet schon wissen, warum, ha? Da drücken wir jetzt trotzdem auch mal auf. Ach, das war schon auf Play. So, die werden jetzt, ich denke, hier oben noch ein bisschen beschäftigt sein. Mal so. Da starb einer an Altersschwäche. Dann können wir hier halt auch echt schon durchziehen. Relativ weit. Mit der Landanpassung. Na, viel Arbeitsleistung fehlt nicht. Das ist ja schon fast passend. So. Dann hier oben können wir es auch demnächst machen. Aber jetzt mache ich erstmal hier unten. Dass ich schön passend erwische. Das sollte, glaube ich, egal sein. Dass da immer noch so viel ist. Das ist wirklich eins, wo immer eigentlich durchgehend zwei drin arbeiten. Ja, wir haben wieder 2000 Holz. Wieso minus 60? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird funktionieren und wird ganz lustig werden. Bald hier. Hier fehlt halt wirklich nicht so gut wie nichts. Ihr seid jetzt alle noch da oben. Immer noch beschäftigt. Zum Winter packe ich mal alle in die Eisenmine. Alle. Wirklich alle in die Eisenmine. Falls die da endlich mal fertig werden sollte. Wir könnten es mal anhalten. Dann könnte die nämlich hier fertig werden, weil das Holz steht eh schon dafür da. Dass wir unsere zweite Eisenmine haben, um mal wirklich ein bisschen Eisen auch überrannt ran zu bekommen, weil momentan ist ja plus minus bescheiden. Also plus gar nicht. Eher minus. Was wir bräuchten. So, dann habe ich heute anderthalb Liter reingepumpt im Stream. Plus einige Kaffee. Plus einige Kaffee. Na, guck mal, da ist die Arbeitsleistung auch schon. Ist doch gleich fertig sein, wenn die sich nicht überlegt haben mittendrin, ich mach doch nichts mehr. Schaut halt echt stark danach aus. Eine andere Frage, rein theoretisch müsste ich doch die Kante hier auch hier machen. Ja. Oh, und sogar hier so schön abschließend. Oh, dann kann ich das hier unten auch machen. Oh, wie geil. Das passt sogar. Also ich mach's jetzt nicht. Aber ich könnte halt machen. So, ich brauche mein Markierungstool. Das machen wir vielleicht, wenn die Sonne ein bisschen schöner steht. Mal tagsüber, aber jetzt wird es wieder dunkel. Herbstbeginn. Weiß nicht, wird Nahrung gerade irgendwie gemacht? Bestimmt irgendwie. Ich würde beim Förster trotzdem mal so einen Jäger mit reinmachen, weil hier immer trotzdem ein paar Tierchen rumlaufen. So einen nur. Fleisch, das geht auch rauf, muss man auch sagen. Hm, hm, hm.
Ich glaube, sind da zwei oder sind es drei immer, die drin sind? Weiß ich gerade gar nicht. Mein Tool, mein Lieblingstool, mein mittlerweile Lieblingstool, anfangs habe ich gar nicht so gerafft. So. Zack. Ich hoffe, wir haben den Meter Steinweg nicht erwischt. 28, das ist auch in Ordnung. Können wir das eine Feld hier noch hinschmeißen? Hier vielleicht mal eine Laterne noch. Hier ist echt ein bisschen karg in Sachen Laternen. Ich glaube, eine Vogelscheuche brauche ich ja nochmal. Habe ich auch weit länger schon keine mehr. So, Vogelscheuche. Hier. Hier haben wir eine. Da haben wir eine. Da drüben haben wir eine. Mache ich hier auch nochmal eine. Zack. Diesmal haben sie wieder nicht so abgeerntet. Guck mal, es ist Herbst. Die Felder sind fast noch voll. Ernte die Scheiße ab. Schnell. Ernte die Scheiße ab. Ach, Mietz. Da. So. Dann wächst langsam unsere kleine Hafenstadt. Von einem kleinen Dörfchen, was es anfangs war, zu einer Hafenstadt. Hafendörfchen. Passt besser. Das wird immer noch... Ah, vielleicht, weil die hier die ganze Zeit hin und her tragen, haben sie es nicht ausgeleert. Aber hey, wir haben 12.000, 13.000 oder 14.000 Nahrung. Das reicht locker. Und wie lang reicht das? Ja, guck. Die haben es echt nicht gut abgeerntet. Die haben gar nichts abgeerntet. Und die sind noch nicht voll. Die haben gar nichts abgeerntet. Da kaum was. Also damit, mit dem bisschen, was sie abgeerntet haben, überstehen wir trotzdem noch einen Sommer. Und den Winter gleich mit. So, das ist jetzt dann auch gleich fertig. Na komm. Da fehlt echt nichts mehr. Ich glaube, weil sie es gerade leer räumen. Deswegen haben sie hier nicht viel gemacht. Dass es dann weg kann. Weil hier das schöne Eck her soll. Aber dass das Terraforming-Tool drin ist, ist für mich nicht gut. Weil ich das sehr viel nutze. Auf der anderen Seite ist es für mich gut. Ach so, oh Gott, ich Idiot. Ich wollte ja was machen. Raus mit euch. Ihr geht komplett in die Eisenproduktion. Bitte. Das wäre voll toll und so. Dass wir mal ein bisschen Eisen ranbekommen. Und wir auch noch ein bisschen Wachstum machen können. Wäre voll toll, wenn ihr Eisen produziert. Ich würde mir auch mal wieder ein bisschen Werkzeug bekommen. Weil der schreit ja wirklich, dass er nichts hat. 24 Leute ab ins Eisen. Gib ihn. Go. Vollgas. Da ist 7000 Eisen und das wünsche ich jetzt da oben als Zahl auf Lager. Wie viel Eisen haben wir hier? Ne, das ist nicht das Eisen. Wie viel? Auch noch 6000. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Gutes Stück. Guck mal, die sagen sich gegenseitig Hallo.
Das ist wirklich das Haus nur... Naja, nicht ganz gespiegelt. Das kleine Dächerl hier. Und hier ist eine Leiter am Dach. Hier nicht. Also hier gar nicht. Hier schaut das ganze Dach hier ein bisschen anders aus. Oh, der hat halt eine Leiter am Dach. Okay, das kann jetzt auch dann abgerissen werden. Das ist auch cool. Können wir die Kante wirklich gleich durchziehen? Oder stark durchziehen? Hier ist halt noch Lehm. Ich denke, das ist mehr so das geringere Problem. Dass hier Lehm ist. Weil das Ding hier weg ist, würde ich schauen, dass ich so circa bis hier schon mal Wasser bekomme, dass ich es niedriger bekomme. Oh, wir kriegen Eisen ran. Obwohl wir 24 Leute gerade schuften lassen auf Eisen. Kriegen wir gerade mal ein bisschen was ran, aber dann können wir jetzt hier das Häuschen mal bauen. Und dann kriegen wir da. Kommt das auch wieder? Putz, wenn das fertig ist, wird das aufgerüstet. Ich bin schon bereit. Dann haben wir wieder ein bisschen Wachstum. Eigentlich könnte ich ja immer die kleineren Häuser machen, aber ich weiß nicht, ich möchte die aufrüsten. Da allein weil Kapazität plus 1 und Glück plus 20. Ich habe keine Ahnung, was Glück heißt. Ist jetzt aber keiner obdachlos hier. Keiner. Müssen nur in das 1 ziehen. So. Oh ja, Eisen kommt. Definitiv. Kommt gut Eisen ran. Überall. Das hat immer noch nicht. Da kommt dann nochmal ein Feld hin mit Hafer. Einfach um die neue Nahrung mit dazu zu kriegen, den Haferbrei. Da sind nicht nur Fisch, Fleisch, Gemüse, wobei Nüsse auch viele da sind, Dinge, sondern dass auch noch Haferbrei dazu kommt, was ein paar mehr Kalorien hat. Und dann können wir eh, denke ich, relativ sicher mal ein bisschen in den Ausbau gehen. Weil es fehlt dann nicht mehr viel. An Unterkühlung? Warum stirbt einer an Unterkühlung? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Wenn sie keine Kleidung haben, ha? Ist auch noch so eine große Sache. Kleidung. Ihr könnt auch mal anfangen. Mach mal echt nicht gleich wieder ein paar Häuserchen. Altersschwäche. Das ist nicht weniger, wird sonst eher wieder mehr. An Menschen. Ihr könnt keinen Hunger haben. Putz. Wunderbar. Ah, mit 24 Leuten in Eisen kommen, kriegen wir einen guten Eisenboost. Muss ich schon echt mal gerade sagen. Kriegen wir einen guten Eisenboost dran. Die fällen hier schon wieder gefühlt irgendwie nichts. Okay. Aber da kommen ja dann auch ein paar rein. Ich weiß nicht, ob man da... Wie ich die Förster hier so ein bisschen anordne dann. An der Straße entlang. Also zwei Stück auf jeden Fall. Zwei Förster.
Und vielleicht in der Mitte einen Jäger. Einen. Aber die Kräutersammler wären ja... Wir haben hier und dann wäre halt die nächste Straße dann hier. Die wäre dann irgendwo da oben dann. Wo ich die dann hinschmeiß. Denke ich mal jetzt. Denke ich bis jetzt mal. Tschüpp. So, ihr habt genug geschuftet. Raus aus der Eisenmine. Rein in die... Oder genug geschuftet. Rein in die Nahrungsproduktion. So, das Haus ist jetzt auch fertig. Ihr dürft hier bauen. Wunderbar. Wieder zwei Häuser mehr. Kriegen damit mit Glück. Das ist alles noch ein bisschen hin. Hier oben kann jetzt auch mal weitergemacht werden, weil das ist Sommer. Der ist immer noch hier drüber. Toll. Er arbeitet echt schnell. Wie lange reißt der schon das Ding ab? Der reißt es ja auch schon ewig ab. Aber ohne Scheiß, der reißt es echt schon ewig ab. Ja, aber schaut gut aus, denke ich. Das Städtchen wird schön. Freue ich mich richtig. Also hier können wir halt auch noch nicht so ganz ausbauen, weil das Ding muss noch weg. Das Hospital muss noch ein Plätzchen finden, was ich halt am liebsten irgendwo hier hätte. Aber da weiß ich noch nicht so ganz, wie die Ding ist. Okay, das ist weg. Wenn es nicht mehr gewittern würde, würde ich auch mal was bauen, weil dann sehe ich auch wieder ein bisschen mehr. Weil hier muss noch ein Weg her. Und hier hinten will ich noch den Weg rumbauen. Aber ich glaube auch fast, wir sind ein bisschen mit der Nahrung runtergedroppt. Aber es lag daran, weil einfach das letzte Mal wenig gemacht wurde. Ich würde das Flachsfeld anhalten, um lieber Nahrung, das Haferfeld einfach mal anhalten. Weil es aktuell nur ins Lager geht. Um lieber ein bisschen noch Nahrung ranzubekommen. Guck mal, jetzt ist Tag. So. 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Um das Haus hat man auch den Weg noch nicht rumgebaut. Jetzt schon. Dann kann ich ja mal schauen, ob das Hospital hier reinpasst, weil ich denke, es ist ein bisschen breiter. Aber ich glaube, das sollte gar nicht so auffallen. Oder nö, ist es gar nicht. Gar nicht breiter. Ist halt echt teuer. Aber es ist nicht breiter. Putz. Hospital. Also erstmal pausieren, weil ein bisschen Wachstum ist mir gerade wichtiger. Wobei. Das Eisen ist mir gerade wichtiger. Dass mal Werkzeug produziert werden kann. Das wäre cool. Ein Werkzeug haben wir. Ich weiß nicht mal was. Laut Bildchen könnte es ein Hammer sein. Wenigstens machen wir gleich Hochwertiges und nicht Primitives. Nahrung, 12.000 Nahrung. Ich denke, das passt schon so. Die Nahrung passt schon. Das ist tatsächlich der Brei und so Zeug, nur Lageroptimierung, ha? Das war eine neue Nahrungsart, aber nur Lageroptimierung. Aber wenn das genauso groß ist wie ein großes Haus, dann sollte ich doch echt daneben lieber nochmal ein großes Haus bauen. Nee, großes Haus.
Jetzt genauso groß? Ja, es ist schmäler. Es ist schmäler. Oder es ist... Nee, die breiter. Das große Haus ist schmäler. Ja. Muss ich doch hier die großen Häuser bauen. Oder ich mache halt mal so ein Ding nebendran. Weil ich glaube... Das ist so groß wie ein großes Haus, die Unterkunft. Schulen. Schauen wir mal. Machen wir erstmal das so. Die Richtung haben wir eh noch nicht wirklich abgeflacht. Reicht das schon, wenn das einmal da ist, aber... So. Hier können wir noch ein bisschen rausziehen. Eisen kam ja ganz gut. Ist aber auch schon wieder gefühlt komplett verbraucht irgendwie, ja? Es geht echt schnell. Wird denn, wird doch nur in den zwei Werkzeugdingern da Eisen gebraucht. Sonst nirgends. Okay, das wird schwierig werden. So. Also wir sind schon wieder nur bei 66 Menschen unten, ey. Man muss schon noch ein bisschen kommen hier. Ist doch nicht angehalten. Da haben die trotzdem was anders gebaut. Ja, komm. Baut was anders. So eilig ist es alles nicht. Da, da. So. Hätte mich halt schon gefreut. Yay, großes Haus. Aber nee, leider nicht. Leider nicht. Das Eisen ist halt schon wieder fast weg. Ja, ich glaube, im Winter nochmal definitiv in Richtung Eisen gehen. Weil Werkzeuge sind es nicht wirklich mehr geworden. Haben so wenig Werkzeuge gehabt, oder? Schwierig. Ich hoffe, die ernten das die Felder diesmal wieder ordentlich ab. Das werde ich per Hand anklicken müssen. Im Spätsommer drücke ich mal einmal rum, oder? Spätsommer? Ja. Spätestens dann, wenn sie es nicht schon abernten bis dahin. Wobei wir halt immer noch safe sind. Gut, hier wird schwierig. Altersschwäche. Sterben echt schon wieder so viele an Altersschwäche? Wir haben 6 Babys. Ah, Stein muss sollte ich mal machen. Ich habe 0 Stein. Hier brauche ich auch viel. Stein und Eisen mache ich mal. Mache ich mal beides. Hey, die Kante habe ich gut erwischt. Die habe ich perfekt erwischt. Cool. So. Ja gut, Holz. Dafür, dass ich ziemlich hohen Holzverbrauch habe die ganze Zeit, weil ich halt baue und baue und baue und baue, bin ich immer noch bei 2000 Holz, mache ich mir echt keine Gedanken. Oh, fehlt mir hier voll viel Weg. Da mache ich mir echt keinen Kopf. Warte mal, da habe ich hier ja nicht mal die Mitte.
Dann reißt das nochmal ab, den Weg da. Das wird der Weg, der dann rüber geht. Der soll schon mittig hier sein dann. Dauert eh noch einen Moment, bis es soweit ist. Gut, Herbstbeginn. Ich würde mal sagen, Jungs, Mädels, ihr müsst definitiv hier mal das Zeug wegkloppen oder wegmachen. So, definitiv. Auch ihr seid ja schon drüber. Gut. Eigentlich, ja gut, der Hafer ist halt momentan nur da, damit er da ist. Im Winter würde ich die wieder aufteilen zu Stein und Eisen. Nochmal. Damit halt auch Stein reinkommt für die ganzen Bauten. Und nicht nur Eisen. Auch für die Wege hier. Rein theoretisch könnte ich das laufen lassen. Und es würde trotzdem nicht fertig werden, weil alles fehlt dafür. Also Stein und Eisen fehlt, Holz ist da. Auch hier, das überall kann ich laufen lassen eigentlich. Das ist mir aber zu riskant, weil es gar nicht so teuer ist. Hier. Safe. Dass zumindest der Lehm und das Holz hingetragen wird. Oh, wir haben Einzel. Ich mach weiter. Hey, Sachse, ich mach weiter. Ich mach weiter nach einer kurzen Pause. Kommst gerade perfekt zur Pause. So, dann können wir nämlich das Hospital von da drüben auch hier rüber schieben. Was sagst du zu meinem kleinen, Hafen, zu meiner kleinen Hafenstadt? Schaut bis jetzt gut aus, ha? Ich bin stolz drauf. Gut geworden, aber wie gesagt, wir machen jetzt, ich mache jetzt nochmal einen Speicher. Ich mache jetzt einen Speicher hin, weil ich habe echt schon lange nicht mehr gespeichert. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Übrigens, sagst du, ich habe, weil wir gehabt haben, Fullscreen irgendwie sowas. Wenn da unten, also bei mir im Lautstärke-Mixer steht bei mir gerade D3D Proxy Window, dann kann ich nicht rausklicken. Wenn Forest Village unten steht beim Lautsprecher oder beim Lautstärke-Mixer, dann kann ich rausklicken. So, wir machen jetzt eine kurze Pause. Jetzt klicke ich nämlich mal raus. Gehen hier hin in den Pause-Screen und